Hallo, der Spike hier und nochmal Xuxu, so schön, dass du wieder mit eingeschaltet hast. Jetzt zu meinem Informationsvideo, sozusagen zu meinem Community Sims 4 Video, was ich ja schon angekündigt hatte. Und zwar mein Plan ist es, euch in meine Nachbarschaft ziehen zu lassen. Erstens mal, dass meine Nachbarschaft belebter wird und dass ich vielleicht, wenn ihr mir auch eine Frau erstellt oder so, ich weiß es ja nicht, vielleicht meine Traumfrau kennenlernen und dass ein bisschen mehr Action bei mir in das Let's Play und in die Wohnung kommt und generell mehr Action kommt, weil ich will euch halt einziehen lassen, sozusagen in einer Art WG. Wenn wir 5, 6 Sim-Charaktere zugestellt bekommen oder ich die zugestellt bekomme, dann bin ich echt happy, wenn ihr da mitmachen würdet. Und vielleicht spiele ich euch ja mal oder ja, ich lerne euch kennen in meinem Let's Play und dann seid ihr sozusagen mittendrin dabei. Und jetzt fragt ihr euch natürlich, wie mache ich das? Wenn du Sims 4 hast, ist das natürlich ganz einfach, weil dann ist das gar kein Problem. Ansonsten, wenn du keinen Sims 4 hast und vielleicht auf mein Video gekommen bist und mitmachen willst, lade dir einfach die Sims 4 Create a Sim Demo runter, weil da geht das genauso. Dann erstellst du den Sim und gehst dann hier oben auf Galerie öffnen. Nee. Moment. Stopp! Haushalt speichern. Okay, da braucht jetzt noch einen Namen. Keine Ahnung. Hanna Sim. Ich glaube, das war jetzt so Haushalt speichern. Ich muss nochmal gucken. Ach, Hanna braucht jetzt noch ganz viele Sachen hier. Schnell. Hitzkopf. Ist ja egal, was du jetzt alles bist. Du bist kreativ und du bist romantisch. So. Ich will dich speichern. Genau. Du gehst auf Haushalt speichern, gehst dann hier Haushalt in Galerie teilen. Und damit ich eure Sims finde, bei mir sozusagen. Jetzt habe ich das schon zu früh gemacht. Nochmal. Entfernen. Ja. Und nochmal speichern. Genau. Gibst du hier in die Beschreibung. So. Hashtag. GinkoLP ein. Gehst dann auf Haushalt in Galerie teilen. Überschreiben wir jetzt. So. Weil wir hatten sie außersehen gerade schon mal hochgeladen. Und ich finde euch dann, indem ich auf die Galerie gehe. Hier habe ich sozusagen die ganze Galerie. Gebe hier oben meinen Hashtag ein. Gebe dann ein GinkoLP. Einmal Suche bitte, Suche starten. Findest du jetzt nichts, weil das ist jetzt von Maxis. Wir gehen auf alle und müsste eigentlich erweitert sein. Genau, und da ist dann der Sim sozusagen drin. Und so finde ich eure Sims. Und es wäre echt cool, wenn ihr mitmachen würdet und wenn ihr Bock dazu habt, weil ich würde mich riesig freuen, wenn meine Community sozusagen in meiner Welt größer wird mit euren Sims. Ich vielleicht die Traumfrau des Lebens kennenlerne und Kinder und keine Ahnung, was alles kommt. Und bin echt gespannt, wie ihr euren Sim erstellt. Ich werde nichts verändern hier bei den Wünschen etc. Ja, wenn du mitmachen würdest, ich würde mich riesig freuen. Wie gesagt, wenn du kein Sims 4 hast, lad dir einfach die Sims 4 Create a Sim Demo runter. Die ist kostenlos. Und da kannst du auch so mir einen Sim erstellen. Und wie gesagt, ich bin gespannt. Setzt mir die Kommentare drunter, ob ihr einen Sim erstellt habt oder ob ihr mitmacht. Ich freue mich auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, bin ich schon wieder raus. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut, euer Spike.